Willkommen zurück zu War Hospital. Es geht direkt rein. Sir, nurses are on the way. Jawohl. Wir haben noch drei Leute, die da behandelt werden. Da müssen wir nochmal gucken, ob das stimmt. Ja, das stimmt auch tatsächlich. Aber wir können hier sogar nochmal einen da reinpappen. Dann nehmen wir den kritischen hier. Der geht da mal mit dazu. Hier oben haben wir noch einen VIP. Hier unten haben wir auch noch einen VIP. Die warten wir noch ab. Hier ist noch einer stabil, einer ist kritisch. Kann sein, dass wir uns dem hier entledigen müssen. Wir können auch noch mal gucken. Hier war alles okay. Die eine Dame ruht sich aus. Der ruht sich noch aus, sonst 15 Minuten. Dann würde ich denken, geht der mit in die Forschung, oder? Ja, ich denke. Und die Kundschafter sind eh noch ziemlich lang unterwegs. Da seht ihr hier einen Tag noch. Da müssen wir bei Zeiten mal die Hunde erforschen. Ich hatte einen Traum. Brielzimmer. Sehr gut. Engineer reached the pharmacy. Dann mal los. Oh, da ist was. Larry Chasey. Patientenakte. Oh Gott, der VIP. Ich brech ab. Sir, ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass Private Ralphie Morgan wegen seines außergewöhnlichen Eifers und seiner unerschütterlichen Tapferkeit bei der Verteidigung der Schützengräben in den Rang eines Corporal erhoben wird. Mir wurde berichtet, dass Private Morgan trotz überwältigender feindlicher Überlegenheit allein eine halbe Stunde lang die Stellung gehalten hat, bis Verstärkung eintraf. Aufgrund dieser Leistungen empfehle ich, seinem Fall Vorrang einzuräumen und seine rasche Rückkehr in den aktiven Dienst zu gewährleisten. Das ist hier leider ein bisschen drunter. Also gut, wir haben jetzt nicht anders, wir können hier nicht anders machen. Einmal das Risiko, die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns sinkt. Zeigt die Verringerung auf die nächste Stufe an. Genau, dann haben wir noch diesen Blitz. Das heißt, die Energieveränderung des operierenden Arztes zeigt auch die Veränderung. Also das hier ist definitiv Larry Chasey. Wir können uns mal angucken, welcher es ist. Er ist halt echt bescheuert, wenn da immer... Wir könnten natürlich mal das Ding hier wegziehen. Das geht. Der ist es nicht. Larry Chasey hier, er ist es. Das heißt, der kommt gut durch, definitiv. Bei ihm hier ist ja noch ein bisschen kritisch, ne? Und weil er ja jetzt auch noch, also ihn hier macht und das ist runtergesetzt. Ah, wobei, ich glaube, das sind auch schon 5 Sterne, ne? Ja, da müssen wir vielleicht nochmal was Kleineres dazwischen nehmen. Vielleicht hier die 4 Sterne dahinter noch. Und er hier kriegt auf jeden Fall nochmal... die dahinter gepackt. Und er ist schon müde und operiert da jetzt auch noch. Aber ich sag mal so, der war ausgeruht. Das war nicht das Problem. Sir, nurses reached the hospital. Oh, den kritischen. Na, das ist hier der zweite. Ich hoffe, dass er das echt schafft hier. Da seht ihr der zweite General oder VIP, wie auch immer. Ich hoffe, dass der jetzt durchkommt. Oh, komm schon, bitte, bitte, bitte. Ich weiß, er wird wahr werden. Brielle hat da einen Traum. Wir alle gemeinsam. Okay, keine Rohmaterialien für die Produktion von Operationsmaterial. Sir, operation was successful. Halleluja. So. Erstmal hier die Patientenakte lesen. Das ist ein Dreier. Der ist kritisch. Aber guck mal hier, da können wir die Wahrscheinlichkeit von 2 auf 1 runter reduzieren. Das ist doch super. Und wir haben den einen hier geschafft, oder? Das ist crazy shit. Ruht sich aus 0,9. Ja, dann macht doch gar nicht erst. Dann macht doch direkt ruht sich aus müde, was? Okay. Dann ist er erschöpft. Dann bitte mal ausruhen. Ist ja kein Problem. 4 Stunden, 1 Stunde, 4 Stunden. Das ist echt verrückt, ne? Wir brauchen hier definitiv, lass mich mal gucken, wir brauchen im Chirurgenteam einfach mehr Leute. Und ich glaube, das ist, wenn wir hier irgendwo, gibt es doch die chirurgische Abteilung. Chirurgie. Hier. 590 Schraubenschlüssel brauchen wir dafür. Wir haben einen.
35 Stunden 8. What the heck, okay. Dann können wir hier tatsächlich noch mehr Leute gleichzeitig operieren. Natürlich brauchen wir auch dafür noch die... Noch mal gucken können. Bei der Unterkunft müssten wir dann noch Chirurgen einstellen, ne? Was? Verringert die Einheit mit den Pausenzeiten um 10%. Auch cool. Krankenschwester, Sanitärteams. Senkt die OP-Dauer um 25. Haben wir sogar schon, oder? Offensichtlich. Zwei Slots für Chirurgen, aber die müssen wir doch auch irgendwie einstellen, ne? Na gut, ich sag mal, da gucken, kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Jetzt gerade haben wir einen Arsch voll zu tun. Da schon Aufgaben. Sir, Operation was successful. Hervorragend. So, wir gucken hier nochmal. Hier ist, guck mal, die sind erschöpft. Dann tauschen wir die mal aus. Bei den Krankenschwestern. Die holt sich noch ein bisschen aus. Die Ingenieure sind auch schon wieder on top. Hervorragend. Ja, dann gehen wir ihm hier rein. Ich würde ihn gerne hier reinstecken, damit er einen Alkohol mehr machen kann. Er kann hier ja nur 0,6 pro Stunde bearbeiten. Naja gut, ist halt so. Aber das können wir doch ein bisschen schneller machen, dann hier die das Feldlazarett verbessern. Das ist doch schon mal gut. Und die Kundschafter sind, was die Kundschafter nochmal sind. So. Der ist müde. Ja, dann gucken wir mal. Da steht jetzt leider gar nicht, wie viel er so macht. Ruht sich aus, müde. Sir, Doctor is going to rest. Will der gar nicht mehr arbeiten oder will der nur so ein bisschen arbeiten? Oder wie hat er sich das denn vorgestellt? So, komisch. Und hier gucken wir nochmal. Ja, hier waren ja zwei gestrichen tatsächlich. Nochmal eine Verzögerung. Das ist gut. Ich glaube, das sind 8 Patienten, die dann kommen, ne? 17.36 Uhr, 8 Stück, ne? Und hier kommen dann wieder um 19.51 und um 4.04 Uhr kommen nochmal 233 und 238. Ist ein bisschen die Frage, ob wir ein bisschen... Alkohol ordern, einfach damit wir ein paar Tabletten haben. Warum eigentlich nicht? Komm. Und hier sind wir quasi, naja, die Ingenieure haben wir noch ein bisschen Platz, aber die Krankenschwestern haben wir auch noch ein bisschen Platz. Wir haben nur keinerlei, ihr seht hier, Personalressourcen. Aber hey, wir haben doch gerade das ein VIP gerettet, oder nicht? Ja, hier, was haben wir denn hier? Du bist ein Dreier. Das hier ist blau, das heißt, da brauchen wir uns nicht kümmern. Dann gehst du doch mal hier rein, damit wir mal mehr von denen kriegen. Sir, a dispatch from HQ. Oh, eine Nachricht. Major Wells. Wir sind erfreut, dass die Leistung des Krankenhauses zufriedenstellend war. Der feste Glaube daran, dass Ihre Einrichtung die beste an diesem Frontabschnitt ist, war gerechtfertigt. Durch Ihren Einsatz zur Rettung von General Horn wird unser Einsatz in Frankreich in Bälde Früchte tragen. Im Lichte Ihrer bisherigen Dienste ziehen wir zudem in naher Zukunft Ihre Beförderung in Betracht. Sollte sich die Leistung des Krankenhauses nicht verschlechtern. Verstanden. Du erhältst 2 Personaldinger und 4 Briefchen. Nice. Aber warte mal, Moment mal. Operation was successful. Das freut mich. Wenn wir jetzt 2 Dings haben, können wir dann nicht... Ja, wir könnten noch eine Krankenschwester besorgen. I like. Na hier, so, Oberkante, Unterlippe an Chirurgen. Operation successful, ausgeruht. Die sind ja wie der frische Morgentau hier. So dann vielleicht. Guck mal hier, wir haben alle, das ist ja crazy shit.
Okay. Wir haben alle irgendwie zusortiert. Na cool, na dann. Hui. Also gerade so um die letzte Folge, hier Folge 10, ne, die jetzt im ersten Abschnitt kam, da war es ja nochmal kritisch, da wurde ja richtig losgemacht. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, bitte, gut am Stissel. Wir haben irgendwie keine Probleme gerade. Hier wird sich ausgeruht. Da kriegen wir gleich so eine Krankenschwester dazu. Guck mal, dann haben wir eine auf Lager und können noch eine ins Feldlazarett stecken. Oder ins Reha-Zentrum. Ja. Die Ingenieure arbeiten so vor sich hin. Oh, es läuft gut. Komm, das läuft gut. Würde ich sagen, geben wir mal ein bisschen mehr Gas. Jetzt gerade haben wir nämlich alles im Griff. Wobei das immer ein bisschen komisch ist, wenn das so klimpert. Dann habe ich endlich was übersehen habe. Mal doch mal kurz nochmal Pause. Was haben wir denn hier? Kundschafterzelt. Technisches Depot, Alkohol und Nahrungsrationen. Kantine, ne? Normale Rationen. Ach, wisst ihr, da haben wir bis jetzt immer weggeguckt. Da wird sich schon was ergeben. In 5 Tagen haben wir auch den ersten Abschnitt fertig. Kann man mal sagen, ne? Ich bin ganz schön stolz drauf. 2000 können wir da machen. Mhm. Gut, geben wir mal ein bisschen Gas, hatten wir ja gerade gesagt. Da haben wir noch 2 OPs, die jetzt anstehen, die jetzt gleich fertig sind. Sir, we lost this patient. Oh nein, leichter Verlust von Moral. Operation was successful. Ja, hervorragend. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir jetzt die... Ja, ich bin nicht sicher, ob wir jetzt die... Können wir die nochmal tauschen hier vielleicht? Gut, gut, stabil. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich hab's vergessen. Ist ja auch egal. Feldlazarett, da ist irgendwas mit den Schwestern. Da ist eine müde und erschöpft. Kein Problem. Keine Vorlieben. Hervorragend. Also hier. Tatsächlich, dass wir jetzt nochmal eine Schwester bestellt haben, finde ich gut. Je mehr, je besser. Friedhof. Ah, Verbandsplatz, den müssten wir natürlich auch mal irgendwie. Mal ganz kurz da gucken. Verbandsplatz. Also die beiden sollten wir kurz vorher nochmal hier, genau, hier hinschicken. Guck mal, dann könnte sich in 3 Stunden ausruhen. Angriff ist ja irgendwie 17:30 oder so. Ja, dann können die sich ein bisschen ausruhen, das ist doch gut. Bevor die gleich frisch gestärkt da auf den, aufs Feld müssen. Also hier unten links sieht das natürlich nicht so gut aus. Aber, naja. So. Hier steigt die Moral und die Erschöpfung ist nahe Null. Hervorragend. Gibt es ein Achievement für 100% Moral? Das ist ja easy peasy. Vielleicht können wir dann das hier sogar rausnehmen, oder? Noch mehr Moral brauchen wir eigentlich nicht. Dann lass uns den doch hier rausnehmen und hier reinstecken. Guck mal, zum Akku schicken. Dann kriegen wir nochmal einen Dreier. Kriegen wir einfach mal 3 von den Dingern hier mehr. Könnten wir uns doch fast nochmal einen Zug leisten. Ja, guck. Kling, da ist die Nurse auch schon. Zack. Dann schauen wir doch mal. Guck mal hier, die könnten wir doch jetzt auch einfach mal... Warte, was hatten die? Möchte Schicht 1 im 12-Stunden-Schichtsystem übernehmen. Das ist schön, aber das brauchen wir so gar nicht. Möchte hier arbeiten, Feldlazarett. Ja, das darfst du auch gleich. Guck mal, dann sind wir hier. Verbesserte OP-Effektivität, 48%. Wobei, Moment. Setzen die mal hier rein. Reha-Effektivität, 84%. Vielleicht sind die dann ein bisschen schneller unterwegs. Puh, das ist gut. Wir sparen an Ressourcen überall. Alkohol haben wir auch.
Wenn die da jetzt gleich kommen, das müssen wir nochmal machen, wenn die da gleich kommen. Also wir haben noch 14, ne? Ja, ich glaube, das ist eine gute Investition. Ah, das ist nicht eine ganz so gute Investition. Das ist eine gute Investition, glaube ich. Neun, warum nicht, ne? Es ist vielleicht noch ein Angriff. Also auf den Alkohol sparen wir uns mal und wir machen mal so. Wir ordern das mal so. Ja, man braucht diese. Hier diese, wie heißen das? Militärische Zahlungsanweisungen, die braucht man ja auch. Patient is cured. Hervorragend. Die braucht man eben auch, um Verbesserungen zu erforschen. Das kriegen wir ohne nicht. Ja, von daher. So. Ja. Zugewiesen zum Friedhof. Ach, das ist ja auch mal hilfreich. So, effizienter im EHS, arbeitet erheblich effizienter in Gesellschaft, arbeitet erheblich effizienter auf dem Friedhof. Bitteschön. Neue Schicht für den Onkel Doktor. Nicht genügend Medizin. Im Besitz 2, verwendet 6. Naja, der ist ja gut, bei guter Laune. Da müssen wir gar nicht so viel machen. Wir können die Apotheke hier nochmal checken. Läuft auch alles. Das hier will irgendwie nicht mehr werden. Ach, das liegt an dem Schlüssel, ne? Ich sehe es schon. Das liegt an den Schlüsseln. Wir können gerade keine mehr herstellen, weil wir keine Schlüssel mehr haben. Ja. Wie kriegt man denn nochmal die Schlüssel? Das nicht hier irgendwo? Naja, die Schlüssel kriegen wir wirklich erst morgen Abend. Okay, wartet mal. Dann macht das ja hier sogar gar keinen Sinn, was wir da machen, oder? Das war mir nicht klar. Pass auf, dann setzen wir die nämlich alle. Bom, 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 bom. Dann setzen wir die alle hier rein. So. Und dann... Achso, verbessern können wir auch nichts mehr, weil wir ja auch keine Schlüssel haben. Oh, warte mal hier, da brauchen wir gar keinen Schlüssel für, das ist ja schön. Verstorbene belegen keine Betten mehr. Ja, das machen wir auch einfach. Zack. Mitarbeiterunterkunft. Technisches Depot. Hier, zack, rein da. So, machen wir das. 1,39. Ja, machen wir so und dann rutschen die alle runter. So machen wir das. Guck mal. Operation was successful. Das freut mich. Jetzt operieren. Das freut mich auch. Also gut, wie die jetzt hier kriegen, Grundressource für Bau und Produktion kommt per Zug an. Also kurz vor 18 Uhr wird es einen Krieg geben und da wird es einen Angriff geben. Das heißt, da rutschen dann die rein. Jetzt können wir hier mal gucken. Also das hier müsste noch gehen. Da kommen 8 Patienten auf jeden Fall rein. Das ist ja krass. Gut, um 18.15 Uhr kommen nochmal 15. Das waren die Dinge, die wir geordert haben. Und dann kommt um 19 Uhr kommen die ersten, oder um 20 Uhr, knapp 20 Uhr, kommen die ersten Schraubenschlüssel rein. Ja, gut, dass wir das nochmal gemacht haben mit der... Uppala, uiuiui. Nochmal mit der Bestellung. Nurses on the way. Sanitätsteams, die sind alle ausgeruht. Das ist super gut. Der ruht sich aus. Weil ihr seht, die brauchen halt alle Schraubenschlüssel. Das ist halt das Problem. Was haben wir denn hier? Plötzlich kommen hier 3 Leute rein. In den Schützengräben verwundet. Das ist ja verrückter Scheiß. Okay, bitteschön. Ja gut. Wurscht. Dann holt die mal rein. Die 3 habe ich natürlich jetzt nicht beachtet. Oh, was haben wir hier?
Sir, ich habe gerade mit dem Quartiermeister gesprochen und es sieht so aus, als hätten wir einen großen Vorrat an Alkohol. Wir könnten etwas davon an die Krankenhausbelegschaft verteilen oder mit den Soldaten an der Front teilen. Ich bin sicher, das würde die Moral heben. Ihre Entscheidung, Sir. Ich glaube, die Moral müssen wir nicht heben. Was hätten wir da? Du verlierst 12 Alkohol, du erhältst 10% Kampfkraft bis zur nächsten Schlacht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Du verlierst 12 Alkohol, Moral geht darum, brauchen wir auch nicht. Die Lage bleibt unverändert. Wir ignorieren das. Wir ignorieren das, wie ich schon sagte. Wir brauchen den Alkohol. Ich mache jetzt keine Spirenzien hier. Keine Spirenzien. Hier wird jetzt noch einer operiert. Das können wir nicht machen. Wir haben nicht genug Medizin. Naja gut, der eine wird gedingst und der ruht sich aus. Ich glaube, das passt alles. Können wir nochmal ein bisschen Gas geben. Ach, ihr seht auch, ich spiele relativ langsam. Ne? Ich spiele auch relativ langsam. Da kommen noch mal ein paar. Sir, new patient arrived. Ja, das habe ich gesehen. Das können wir alles nicht machen. Wobei das hier können wir auch nicht machen. Da haben wir noch nicht mal den da. Eieiei. Stabil. Naja, wir müssen abwarten. Wir haben einfach keine. Ärzte können nicht operieren, weil nicht genügend Medizin vorhanden ist. Ja, ja. Und da kommt ja gleich eine. Wieder. Hat jemand eine neue Schicht gestartet? Kann das sein? Kann das gar nicht sein, oder? Achso, nein, die machen genau das Gegenteil. Die ziehen sich zurück. Also unser Haushalt ist schwierig. Na, da holt jemand einen ab. Mann, die haben den hingebracht. Na gut. Sir, patient is cured. Patient is cured. Hervorragend. Dann läuft der jetzt hier zum... Ihr seht schon, der läuft hier einfach zum Bahnhof, wird er gleich abgeholt. Und wir kriegen einen neuen Befehl. Das ist, glaube ich, auch Hauptquartier. Sir, patient is cured. Sehr gut. Kommen da Verletzte an? Ja, ich glaube ja. Ganz ungünstiger Zug. Aber da kommt auch schon der nächste. Und der bringt uns, genau, hervorragend. So, Pause. Jetzt haben wir 11 im Besitz. Der wird hier gleich operiert, hervorragend. Vielleicht warten wir ein Momentchen, bis die alle reingebracht sind. Oder jetzt ein bisschen voreilig. So, da oben kommen noch 2. Hier sind gerade 8 angekommen. 11 haben wir nur noch. Gucken wir mal, ob wir da schon mal einen von reinnehmen können. Naja, die... Oh. Das ist echt bitter. Na gut, aber ich sag mal, der kann den hier schon mal machen und dann noch den hier hinterher. Die müssen wir jetzt mal gucken. Ne? Das ist natürlich... 8 ist ja auch echt eine Hausnummer. Ja, nützt halt nichts. Es ist, wie es ist. Ich habe so das Gefühl, dass dieses Ding hier oben überhaupt gar nicht vorwärts geht. Ah, wait. Das ist gar nicht der. Das ist gar nicht die Uhrzeit, das ist der Tag. Oh Gott. Okay, das ist. Okay, das ist natürlich. bedauerlich. Ich sehe gerade auch, die Ingenieure sind schon wieder nicht verteilt. Wir haben keine davon. Dann setzen wir die alle hier rein. So, bitteschön. Volles Programm. Und wir können mal gucken, ob wir noch eine Forschung vorantreiben können. So Kleinkram wäre halt schön, ne? Also irgendwas, was wir nicht... Traumastation... Feldlazarett.
schaltet Schichtsystem frei. Ich glaube, das will ich nicht. Ermöglicht es, Einheiten verschiedenen Schichten zuzuweisen und nur zu bestimmten Zeiten arbeiten zu lassen. Das will ich, glaube ich, nicht. Das ist ein bisschen gemein, ne? Aber ich glaube, das will ich nicht. Pass mal auf, wir machen das mal so. Wir hauen einfach gerade mal alles hier. Was ist denn das hier? Chemische Station erhöht die Chance auf eine einfache... Achso, das können wir sowieso nicht leisten. Okay. Wir gucken mal gerade weiter. Vielleicht können wir da noch einfach ein paar Sachen nebenher erforschen, die gar nicht so viel Tamtam brauchen. Ja, die brauchen aber alle Tamtam hier. Also die Schraubenschlüssel meine ich damit. Schade, aber hier bei der Heilung brauchten wir halt nicht so viele. Ne? Das ist natürlich schon nicht schlecht. Komm, machen wir das mal. Und keine Ahnung, einer von euch hier so, du vielleicht. Seht ihr, die sind jetzt alle unterwegs. Das ist gut. Dann haben wir die Ingenieure gleich. Ja. Gerade können wir sowieso nichts machen. Wir haben keine Schraubenschlüssel. Entsprechend. Schwierig. So, verwendet 4 im Besitz 5. Haben wir noch einen dann? Oder wie heißt, was heißt das dann? Alter Falter, naja, das ist ja echt schwierig. Aber ein VIP haben wir nicht dabei. Ne? Alle sind ernst. Der da ruht sich eh noch aus. Aber wait, jetzt gleich kommt doch. Oh, warte mal, hier die Krankenschwester. Was? Lily Moon. Zugewiesen im. Was ist denn das? Das ist der OP, ne? Ich würde sagen, das ist der OP. Moral steigt leicht durch Arbeit. Arbeit deutlich effizienter. Erheblich schneller müde im Feldlazarett. Erhöht die Effizienz von anderen Mitarbeitern im selben Tätigkeitsfeld. Das klingt gut, vor allem wenn sie in der hier im OP arbeitet. Kommt das schon wieder? Da kommen doch schon wieder Patienten an, oder was? Oder wie? Nicht dein Ernst jetzt, oder? Tatsächlich, ich breche ab. Ich wollte eigentlich nur hier gucken, wann hier die nächsten Züge kommen und mit was. 1951. Der bringt Fracht. 1951, der bringt Fracht. Okay. Halbe Stunde. Da sind die natürlich alle ein bisschen schlecht organisiert. Jetzt sind die natürlich alle bei irgendwelchen. Okay, pass auf, dann müssen wir die hier wieder zurückziehen. Wir brauchen jetzt die Dinger hier. Aber man kann ja sagen, wie kommen wir jetzt hier hin? Jeder hat ja einen. So, das passt schon, das passt schon. Das sind ganz Ja. Das ist eine gute Entscheidung. Wir pushen einfach gerade unser Limit hier mit den Forschungsdingern. Das ist gut. So, und die müssen wir auch jetzt mal machen. Hier, pass auf. Wir nehmen ihn hier für hier. Wir nehmen die alle für da, aber wir sind moralisch sowieso over the top. Also, wir sind moralisch einfach super gut aufgestellt. So. Nach Vorschriften fortfahren. Kürzere Genesung, 10 Stunden weniger oder weniger Kosten. Wir nehmen die weniger Kosten, wir sparen uns die Kohle. So, das heißt, wir haben jetzt im Besitz 9, verwendet 4. Irgendjemand, den wir damit retten können. Ihn hier. Ja, das wird er durchhalten. Das wird schon gehen. Hier können wir noch einen reinsetzen. What the heck? Ein VIP? Ja, dann mal los. Du bist gut ausgeruht. Du hast alles, was du brauchst.
Auf wie geht's, Freundchen? Sir, patient is cured. Ah. Sir, new patient arrived. Na klar, bring einfach immer mehr rein. Gar kein Thema. Gar kein Problem für uns. Ding, dong. So, ihr seht, jetzt haben wir hier die Schraubenschlüssel, die Güter. Meine Güter. Jetzt können wir hier die wiederherstellen. Das ist gut. Fast drei pro Stunde. Das ist sehr hilfreich. Und die sind ja auch alle fast durch. Das ist super. Das ist eine Investition in die Zukunft. Manchmal weiß ich nicht so genau, ob ich ein guter Organisator wäre oder eher nicht. Ich glaube, meine Qualitäten haben da im Laufe der Jahre auch ein bisschen nachgelassen. Aber ey, ich würde sagen, an der Stelle. Sir, Operation was successful. Hervorragend. Du gehst jetzt schlafen oder was? Kannst du dir das leisten? Gut ausgeruht, Momentchen mal. Ruht sich aus, gut ausgeruht. Habe ich irgendwas verpasst? Da geht doch einer nach Hause hier, das sehe ich doch genau. Was macht er denn da? Ob wir jetzt gleich in die nächste Krise rauschen, das wäre nicht so cool. Muss man ja mal so sagen. Sir, Doctor is starting a new shift. Aha. Muss man ihn erstmal überzeugen. Gut, ich würde Folgendes vorschlagen. Gut ausgeruht, ausgeruht, ausgeruht. Hervorragend, das sieht doch alles gut aus. 2 Stunden. Wir haben halt leider nur noch eins. Da müssen wir einfach mal abwarten. Na gut, wir machen an der Stelle erstmal Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Bis zur nächsten Folge. Euch eine gute Zeit.